Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist, die nicht wissen, Kemal Kran. Ich bin Vorsitzender des Türkeizentrums Düsseldorf. Wir arbeiten, wir kämpfen gemeinsam in Düsseldorf, im Bündnis Düsseldorf stellt sich quer gegen Nazis und die Wieder und ähnlichen Gruppierungen seit über 11 Wochen. Wir als Türkeizentrum organisieren mit weiteren Migrantenorganisationen eine Kundgebung auf der Graf-Otto-Straße mit Syriza aus Griechenland, also griechische Gruppe Syriza, die FIDEF und ähnliche Migrantenorganisationen, die von diesem Willkür der Polizei und Verwaltungsgericht Düsseldorf sich auch betroffen fühlt. So, wir haben auch da damals beim ersten Aufmarsch den Grund an die Polizei Präsidium Düsseldorf gegeben, warum diese Digitalmarsche nicht erlaubt werden darf, weil es gibt in Deutschland ein Gesetz, Paragraph 130, das heißt, Volksverhetzung in Deutschland nicht erlaubt. Das ist ein gutes Gesetz, was Polizeipräsident Herr Weseler darauf 10 Wochen lang nicht gekommen ist, aber nachdem das Verwaltungsgericht diesem Argument gesehen hat, wurde Frau Melanie Dietmar diese Demo, Demo verboten. Das heißt, sie darf nicht mehr in Düsseldorf demonstrieren und nicht mehr reden. Anhand der Artikel Paragraph 130 wegen Volksverhetzung wurde sie aussortiert. Das heißt, es gibt genug Gründe, warum die Polizei und dafür verantwortliche Menschen, die dort sitzen und zuschauen, diese Dügida, Pegida und ähnlichen braune Säcke hier in Düsseldorf verbieten kann. Ich werde jetzt deren eigene, also von Herrn Wesel und seinen Mitarbeitern an uns geschriebenen Angaben oder Vorgaben für unsere Demos euch vorlesen, damit ihr seht, die wissen schon, aber die tun nicht. Also, wir melden ja jedes Mal Demo mit, Düsseldorf stellt sich kurz zusammen und wir kriegen immer 14-seitiges Anmeldung-Bestätigung. Unter anderem, es gibt Voraussetzungen, was wir nicht beachten, wird unsere Demo sofort aufgelöst, steht da drauf. So, ich lese euch vor, diese, alle Reden haben, also weiteren Vorlagen, aber wichtig ist das hier. Alle Reden haben den öffentlichen Frieden zu wahren, das heißt die Aufstellung zum Hass gegen Bevölkerungsgruppen oder zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen sind untersagt. Die Menschenwürde anderer darf nicht verletzt werden, indem Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig, verächtlich gemacht oder verleumdet werden. Das heißt, wir Migranten, ja, die vom Rassismus und Faschismus bedroht sind, wenn wir das tun würden, uns selber da natürlich was selber zu schimpfen, wird unsere Demo aufgelöst, auf der Stelle, aber von Dügida, von Nazis wird das nicht getan. Obwohl, wie mein Kollege ihm hier aufgezählt hat, das wurde schon über 30 Mal passiert. So, deswegen, Herr Weseler und seine Dienstherr, Herr Jäger als Innenminister, wir appellieren an euch zum letzten Mal, hör mit diesem Dügida-Zirkus in Düsseldorf auf. Es mag sein, Verwaltungsgericht Düsseldorf und seine Richter oder Polizeipräsidenten oder die anderen, die können ein Herz für Nazis haben. Das geht auch. Es gibt auch. Es gab auch in der Geschichte solche Leute. Aber wenn die sagen, wir haben keine gesetzliche Grundlage, diese Demos zu verbieten, ihr lügt da. So, ich als Nichtdeutsche gebe ich euch die 2 Paragraphen vor, was ihr sofort mit diesen Digital-Demos zum Schluss kommen könnt. Und deswegen, wir sagen, wir sind für Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Aber Digital-Demos, Pegida-Demos und ähnlichen Neonazi-Aufmärsche ist nicht mehr unter diesem Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu beachten, sondern ist eine Straftat und muss deswegen sofort eingegriffen werden. Unser Appell geht an die Polizeipräsidentin, hören Sie mit diesem Aufmarsch auf, keine
Digida und Pegida und ähnlichen Aufmärsche in Düsseldorf zu genehmigen. Wir wissen, dass Sie da einen politischen und auch beruflichen Fehler machen, dass Sie die Gesetze nicht hier in Düsseldorf einsetzen. Dankeschön, vielen Dank.